Der Barmann schlief scheinbar seinen Rausch aus. Ups. Ich gehe da mal. Tschüss. Schönen Abend noch. Viel Spaß bei der Arbeit. Ja, wir haben ja jetzt getrunken. Das heißt, wir riechen ja auch dementsprechend. Das heißt, ich werde mich jetzt selber anzeigen, damit ich in die Ausnüchterungszelle komme, damit ich an die Karte komme. Hallo, Herr Polizist. Ich bin ein böses, böses Mädchen. Du schon? Willst du? Das klingt fast wieder anmachen, ne? Ich war böse. Ich war so böse. Aha. Oh je, oh je. Das musste ja eines Tages passieren. Und wen willst du anzeigen, wenn ich fragen darf? Na, mich. Oder den Barmann. Erstmal den Barmann. Doch nicht etwa den Barmann, oder? Aha. Oh je. Um ganz ehrlich zu sein, kam er mir schon immer ein wenig suspekt vor. Seine Schanklizenz habe ich nie gesehen. Und dass ich in letzter Zeit häufiger Piercingringe in meinem Feuerabendbier finde, gibt mir ebenfalls zu denken. Außerdem ist es mir immer noch nicht gelungen, das Rätsel um den verschwundenen Vorbesitzer Max Mixo zu klären. Andererseits ist er sehr kräftig und groß. Und er hat dieses gewaltbereite Funkeln in den Augen. Ich werde ihn wohl einfach im Auge behalten. Und das kann ich genauso gut von hier aus machen. Du hast die Tür doch hinter dir zugemacht, oder? Der Typ ist also wirklich der aus der Klapse und der hat den anderen kalt gemacht. Oh, hier laufen wirklich nur die Irren rum. Ja, dann will ich jetzt doch mich selber anzeigen. Du schon? Ja, ich schon wieder. Ja, bitte. Aha. Oh je. Und ich schäme mich auch ein bisschen. Doch nicht etwa dich selbst, oder? Aha. Ich bitte dich. Was will so ein kleines Mädchen wie du schon groß ausgefressen haben? Kinder in deinem Alter sind ja nicht einmal straffähig. Der einzige Grund, ein so junges Ding wie dich einzusperren, wäre eine Ausnüchterungsmaßnahme. Aber so artig wie du aussiehst, weißt du sicher, dass du keinen Alkohol trinken darfst, richtig? Aha. Na siehst du. Wenn du darauf bestehst, kannst du dich natürlich trotzdem gerne einem freiwilligen Alkoholtest unterziehen. Der Apparat ist gleich dort drüben an der Wand. Aber solange du nichts getrunken hast, kann ich dich auch nicht verhaften. Herr Wachtmeister, ich habe meine Eltern umgebracht. Nein, okay. Alkoholtest, dann machen wir doch gerne. Kann ich den jetzt nicht benutzen? Hä? Geht doch. Was ist denn ja, das? Ja, voll wie 10 Matrosen. Voll wie eine Haubitze. Jawohl. Los, ab in die Ausnüchterungszelle mit dir. Scheiße. Gefangen. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. In deinem Alter schon zur Flasche greifen. Und da war sie nun endlich. Die Karte. Lilly war gespannt. Ein Hamster. Das war also das Geheimnis hinter der flüchtenden Karte gewesen. Vielleicht hatte Lilly endlich einen neuen Freund gefunden. Ja, nie ist klar. Vielleicht war aber auch alles wie immer. Oh Mann, da gab's doch diesen einen Film mit diesen komischen Hamstern, die irgendwie so Special Agents waren. Oh mein Gott. Was heißt hier übrigens, kleines Mädchen? Mein Name ist Thorsten, ich bin 48, das sind die Hormone. Wie kommen wir hier jetzt raus? Der Fluchtwagen stand bereit. Leider gab es niemanden, der sie befreien wollte. Lilly war wohl wieder mal auf sich allein gestellt. Das ist ja nichts Neues. Wir haben jetzt Ednas Karte. Ja. Und da war sie nun endlich. Die Karte. Edna versteckte sich also in dieser Höhle am Moorsee. Aber Moment mal, das wusste Lilly doch schon. Genau genommen war diese Karte sogar ziemlich nutzlos. Wollte ich gerade sagen. Besonders wenn Lilly bedachte, was sie alles angestellt hatte, um sie in die Finger zu bekommen. Ah, die Welt ist grausam, die Welt ist sehr grausam. Aber eine schöne Karte hier mit Loch Ness, hier mit dem Nessie-Monster hier. Jetzt wissen wir endlich, wo das ist. Jetzt muss ich hier nur noch irgendwie rauskommen. Habe ich irgendwo eine Tasse dabei, damit ich irgendwie gegen die Gitterstäbe trommeln kann? Wir fragen mal den Polizisten. Was ist? Hast du schon genug von der gesiebten Luft? Das hättest du dir überlegen können, bevor du zur Flasche gegriffen hast. Ach, herrje.
Jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Durch genau so ein Verhalten habe ich damals auch Edmund den Schlitzer auf freien Fuß gesetzt. Und du kannst dir nicht vorstellen, was mir das für einen Ärger eingehandelt hat. Es hat Wochen gedauert, bis die Eltern der kleinen Melanie wieder mit mir gesprochen haben. Ach, ich habe einfach ein zu gutes Herz. Ach ja. Ich lasse dich laufen. Aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Kannst du das? Ja. Du sollst nicht lügen. Das war keine Lüge, das meinte ich total ernst. Na gut, dann müssen wir lernen zu lügen. Oh, das Waldknäuel. Darf ich das nochmal sehen? Oh. Aber das meinte ich eben total ernst, mit ganzer Überzeugung, mit voller Imbrunst, möchte ich fast sagen. Ja, Wugi, Wugi. Wugi, Wugi. Oha, wo sind wir jetzt gelandet? Die Justitia! Oh mein Gott. Ja, das Rechtssystem ist immer so eine Sache. Haben wir was im Inventar? Nein, denn, ach, jetzt sind wir, glaube ich, im Saloon. Nicht im Saloon, sondern bei dem Sheriff, ne? Kann das sein? Ja? Lily hatte sich oft über die Gerechtigkeit im Kloster gewundert. Ja. Na, Lily, willst du etwa raus? Aha. Das dachte ich mir. Aber du säßest wohl kaum da drinnen, wenn du wüsstest, wie man sich anständig beträgt, oder? Kein Wort. Du wolltest mir doch nicht etwa widersprechen, oder doch? Aha. Nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Widersprechen ist super. Manchmal widerspreche ich schon zum Frühstück 3 Scheiben Toast. Lecker Toast. Aber das wäre gelogen. Und wir wissen doch beide. Du sollst nicht lügen. Lügen sind böse. Was? Natürlich sind Lügen böse. Warte, ich zeig's dir hier an der Tafel. Schau dir die Tafel gut an. Sie zeigt einige der Grundfesten unseres Rechtssystems. Zum Beispiel, dass Lügen böse sind. Wie? Nein. Natürlich sind Lügen böse. Es lässt sich leicht aus den 4 obersten Grundfesten ableiten. Gott ist gut und wahrhaftig. Der Teufel jedoch ist böse, mit viel Weisheit. Gott ist die Wahrheit, denn auch er ist voll der Weisheit. Der Teufel aber lügt mit all seiner Bosheit. Und darum sind Lügen immer böse. Die logische Kette, die einen dahin führt, kannst selbst du knüpfen. Es sind nur 3 kleine Schritte bis zum Ergebnis. Versuch es doch ruhig selbst. Okay, diesmal werde ich nicht den Fehler machen und dieses Rätsel einfach abbrechen, indem ich auf Skip drücke, außer ich komme wirklich überhaupt nicht drauf. Ja, ich habe jetzt aber nicht wirklich verstanden, was ich machen soll. Ich soll hier irgendwas machen. Gott ist gut und wahrhaftig, Teufel ist böse mit viel Weisheit. Gott ist Wahrheit, denn er ist voll der Weisheit. Teufel lügt mit all seiner Bosheit. Ach Gottchen, da verstehe ich nicht. Herr Tutorial? Hier ist eure Logik gefragt. Setzt Justitias Aussagen in Relation, so dass eine neue Aussage entsteht. Schafft ihr es, Justitia in nur 3 Zügen zu beweisen, dass Lügen durchaus gut sein können? Da wollen wir mal gucken. Gott ist gut und wahrhaftig. Wir klatschen mal ein bisschen was durch die Gegend. Ich will mal gucken, wie das aussieht. Gut, Wahrheit. Das Böse mit viel Weisheit. Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Probier was anderes. Ich war noch nie gut in so Ableitungen. Teufel lügt mit all seiner Bosheit. Teufel ist böse mit viel Weisheit. Gott ist Wahrheit. Ah, warte mal, machen wir mal so. Und so. Ja, das ist logisch. Ja, siehst du, das ist logisch. So. Ist gut. Machen wir mal so. Was machst du denn da? Nee. Daraus lässt sich ja gar nicht probieren. Was... jetzt muss ich das nochmal machen. Warte mal, jetzt hatte ich doch eben, hatte ich... Ist gut und wahrheitlich, aber ist auch böse mit Weisheit. Nein, was hatte ich denn eben noch? Teufel ist böse mit viel Weisheit, aber Gott ist die Weisheit, denn es... Genau. So, und dann Teufel lügt mit all seiner Bosheit.
Der Teufel ist böse mit all seiner Weisheit. Nee. Gott ist die Wahrheit, denn er ist voller Weisheit. Ja? Ja, das ist logisch. So, und dann... Tut mir leid, mein Kommentar ist gerade nicht hundertprozentig toll, aber ich muss auch ein bisschen überlegen. Teufel lügt mit all seiner Bosheit. Das fehlt mir noch, ne? Das habe ich noch nicht eingesetzt, ne? Oder? Nee. Teufel lügt mit all seiner Bosheit. Da. Was machst du denn? Daraus lässt es probieren. Ah, Manno! Ah, Gott ist gut und wahrhaftig. Was machst du da probieren? Ich dachte, warte mal, machen wir mal. Ich will mal ein bisschen was rumprobieren. Was machst du da probieren? Okay, alles klar. Habe ich nicht mehr Platten? Das erscheint mir so ein bisschen wenig zu sein. Teufel ist böse. Ich hatte das doch eben schon. Das war so. Was machst du da probieren? Hä? Teufel. Ich. Relation, ja, in Relation. Gott ist gut und wahrhaftig. So. Teufel. Was machst du da? Ich verstehe gerade nur noch Bahnhof, Freunde der Sonne, ganz ehrlich. Was machst du da? Ja, ich weiß auch nicht, was ich da mache, Fräulein Justitia. Das ganze Justizsystem ist doch ein Witz, was du mir hier gerade vorführen willst. Ah, oh, lass mich doch mal überlegen, Mann. Für sowas habe ich auch keine Geduld. Da werde ich ja mal ganz wuschelig im Hirn. So, nochmal ganz in Ruhe. Teufel lügt mit all seiner Bosheit. Lügt. Was machst du? Nein, ich wollte ihn jetzt gar nicht. Ich wollte doch das machen da. Was machst du da, probieren? Lüge, böse. Da waren eben so komische Sachen. Das können wir. Gut, Wahrheit. Gut, Wahrheit. Nee, mach mal weg. Geht nicht weg. Sollte aber weg sein. Was machst du, probieren? Ich hab das doch eben auch hinbekommen. Bin ich doof? Gott ist Wahrheit, denn er ist voller Weisheit. Was machst du da, probier? Ich verstehe gerade nur noch Bahnhof. Gott ist gut und... Was machst du da? Was machst du denn da? Gott ist böse mit viel Weisheit. Teufel ist böse mit viel Weisheit. Das könnte passen. Das ist... Das passt auf jeden Fall. Gott ist Wahrheit, denn er ist voll der Weisheit. Das da. Das ist... Jetzt habe ich es durchschaut. Und dann müsste das letzte das sein. Ja, es ist zwar richtig hergeleitet, aber es ist nicht das Ergebnis, das ich sehen wollte. Lügen sind böse. Gib dir beim nächsten Mal gefälligst etwas mehr Mühe. Ach scheiße, wir wollen ja herleiten, dass Lügen gleich toll sind. Dann muss ich das Ganze in einer anderen Reihenfolge machen. Gut, dann machen wir das jetzt mal so. Das ist klar. Böse Wahrheit. Ne, das ist das Erste, was ich eigentlich haben will. Das passt ja wieder nicht. Scheiße. Das ist logisch. Ah, jetzt habe ich es falsch gemacht. Schätze ich mal. Ja, das ist zwar richtig hergeleitet. Lüge gibt dir beim nächsten. Ah, warte mal. Machen wir es mal so. Das ist. Das ist. Aha. Ja, das Lüge gibt dir beim. Hä?
Was ist denn das? Ich kann das nicht. Oh Mann, bin ich blöd. Ich schäme mich. Ich weiß ungefähr, was ich machen muss. Ich verstehe das schon. Aber ich war auch immer total in Null in Mathe und so ein Scheiß. Das kann ich einfach nicht. Das hat jetzt nicht viel mit Mathe zu tun. Ihr werdet wahrscheinlich vor dem Bildschirm sitzen und euch denken, Mensch, Arkus, das ist so einfach. Aber das ist so, als wenn ihr bei Wer wird Millionär sitzen würdet, ne? Wenn ihr jetzt bei Wer wird Millionär sitzen würdet, dann würdet ihr auch davor sitzen und auf einmal nichts mehr wissen. Ich habe hier auch Lampenfieber, während ich ein Let's Play aufnehme. Würde ich das privat machen, würde ich es natürlich sofort hinbekommen. Ist ja ganz selbstverständlich. So. Wir wollen jetzt beweisen, dass Lügen gut sind. Gut, Teufel ist böse mit viel Weisheit. Gott ist die Wahrheit, denn er ist voll der Weisheit. Machen wir erstmal das. Das ist böse Wahrheit. Wir wollen beweisen, dass die Wahrheit böse ist. Eigentlich wollen wir genau das. Das ist ja schon mal falsch. Was machst du denn da? Ich wollte mal das ausprobieren. Das geht natürlich nicht. Na also, Lügen sind... Was? Lügen sind gut? Aber das kann doch nicht sein. Das scheint alles zu stimmen. Das ist doch... Ja, komm, verurteilt mich ruhig in den Kommentaren. Harakiri? Offenbar hatte sich Justitia geirrt. Wie es aussah, waren Lügen gar nicht so übel. Lilly hatte eine weitere Blockade gelöst. Ja, tut mir leid, aber ich habe das nicht verstanden. Aber dafür hätte ich unter Garantie das Sudoku-Rätsel geschafft, wenn ich es nicht weggeskippt hätte. Unter Garantie, hundertprozentig hätte ich das geschafft. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Ich wäre auch darauf noch gekommen, wenn ich jetzt noch Stunden probiert hätte und überlegt hätte und nicht ein Brett vorm Kopf gehabt hätte, was ich definitiv hatte. Aber das kann ja jedem mal passieren. So, keine Diskussion. Seid nicht böse mit mir. So, dann wollen wir mal gucken. Jetzt darf ich lügen. Ach, Herr... Aha. Du versprichst es also? Nie wieder Unsinn, ja? Aha. Und du flunkerst auch nicht? Na gut. Dann werde ich dir wohl mal glauben müssen. Willkommen in der Freiheit. Ah, endlich keine gesiebte Luft mehr. Prison Break. Hat Lilly wohl auch eine Ausbruchskarte auf ihrem Körper? Das ist dir eine Lehre. Ja, ja. Solange es noch dunkel ist, solltest du lieber drinnen bleiben. Bei Nacht ist es da draußen viel zu gefährlich. Hä? Am besten, man bleibt zu Hause. Ja, aber ich will jetzt raus. Aber Lilly, wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Oder einem Rolf Zukowski-Konzert. Ja, einem Rolf Zukowski-Konzert. Ja, da wäre ich jetzt auch ganz gerne. Ah, da wollen wir mal eine weitere Hypnose starten. Okay. Oh, Boogie, Boogie, Boogie. Rolf Zukowski-Konzert, nicht schlecht.